Hallo ihr Lieben, freut mich, dass wir wieder gemeinsam ein Video machen. Heute mit einem Herrn, der nicht unter seinem Namen auftreten will, was auch verständlich ist. Wieso? Ihr seht euch jetzt anonymisiert. Ich hatte Kontakt mit ihm Mitte Februar. Er war Unternehmer, hat dann im Oktober einen Hinweis bekommen. Er wird euch das alles selber erzählen. Hat dann im Dezember, November, Dezember alles verkauft, weil er gehört hat, dass eine Krise kommen soll, und hat daraufhin seine ganzen Unternehmen abgestoßen. Und im Zuge dessen sind wir dann auch auf ein Thema gekommen, was für mich bis dato komplett neu war, nämlich Satanismus. Ich habe mir von dem überhaupt nichts vorstellen können. Für mich hört sich das auch so ein bisschen kindisch an. Aber ich würde sagen, vielleicht Peter, erzähl mal, wie war das mit deiner Firma letzten Jahres? Was hat sich dazu getragen? Ja, ich habe im Oktober schon bereits, im Sommer bereits letzten Jahres überlegt, aus persönlichen Gründen das Geschäft zu schließen und zu verkaufen. War dann so in der Überlegungsphase, ging dann bis Oktober. Im Oktober habe ich von einem Bekannten, der im Finanzsektor tätig ist, in Bangkok lebt, aber immer wieder auch in Wien ist, gehört, dass die Wirtschaft gedrosselt wird. So habe ich das damals gehört. Und man dachte, wie gedrosselt, Inflation, wie, also durch den Staat, wie auch immer, geht es da um eine gewisse Branche, die betroffen ist. Na, bitte pass ein bisschen auf, die Wirtschaft wird gedrosselt. Ja? Du bist eh schon am Überlegen, ob du dein Unternehmen verkaufst. Ging dann so weiter. Im November habe ich wieder einige Informationen bekommen, wo von einem guten Freund auch die Information kam, gib ab, scheiß drauf, um genau zu sein, um das auf gut Deutsch zu sagen. Habe mich dann im Dezember beschlossen, das wirklich abzugeben. Hat dann ein bisschen gedauert, bis Jänner, mit Anfang Februar war ich dann die Unternehmen los. Waren das irgendwelche kleinen Unternehmen oder war das auch etwas, was du selbst, also na, wir waren ich habe ein mittelständisches Unternehmen gehabt, sogar mit zwei Standorten am Anfang. Danach nur noch einen Standort und ja, bis zu 16 Mitarbeiter habe ich gehabt. Also war schon eine größere Dimension. Keine leichte Entscheidung. Ein-Mann-Firma. Okay, keine leichte Entscheidung, so nach dem Motto, na, höre ich halt morgen auf. Ja, natürlich. Man hat auch 16 Vollzeitmitarbeiter, die Familien ernähren, sage ich einmal. Ich habe das Unternehmen ja nicht geschlossen, sondern Gott sei Dank verkauft. Also noch gewinnbringend verkauft, losgeworden, bevor dieser große Lockdown und so gekommen wäre, weil in unserer Branche, in meiner Branche, wo in der ich tätig war, hätte mich das extrem getroffen. Mhm. Es war eine Branche, die komplett geschlossen wurde. Ne? Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso sitzen wir hier zu dritt? Wir sitzen hier deswegen zu dritt, weil der Michael schon ein bisschen eingelesener war und ist in dieses Thema Satanismus. Der Peter, der wurde schon früher damit konfrontiert. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich habe noch immer nicht wirklich ein Gefühl dafür. Sind das jetzt Leute, die verkleiden sich einmal im Monat wie Satan oder machen die Feste? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Leute, die dann solch eine Wirtschaftskrise inszenieren können, wo sich die halbe Welt zuerst denkt, du, das ist ein Virus, und jetzt langsam die Menschen beginnen aufzuwachen und merken, hoppala, da geht es wahrscheinlich gar nicht um ein Virus. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen mit einer ganz anderen Weltanschauung und Wahrnehmung wie wir mittlerweile. Also wenn die so in diesen Kreisen schon längere Zeit verkehren, haben die eine ganz andere Weltanschauung, das muss man mal verstehen. Geld und so weiter ist für die Nonsens, weil sie lenken das Geld, der kann auf den Knopf drucken und druckt sich das Geld. Also das gibt in dem Sinne nichts mehr. Das sind Leute, die sehr gerne mit Macht spielen und Macht haben, dadurch, dass sie diesen unsichtbaren Gott, sage ich mal, unserer heutigen Zeit, das Geld haben, dem wir alle nachlaufen müssen, um unsere Existenzen zu halten und zu leben. Und das nützen sie aus. Ja, das erinnert mich, du schickst mir ja immer dieses von Bill Gates, so ein Video, wenn er dann so lacht, oder wenn er das letzte, was du mir da jetzt geschickt hast, mit dem, ja, die zweite Welle wird kommen, das passt eigentlich voll. Ja, ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich sage, die verfolgen einen gewissen Plan. Es gibt ja auch Schlagwort Event 2021, haben wir auch schon gesehen, wo sie wirklich
Firmen, Marriott Hotels, Lufthansa, Johnson & Johnson, also die Big Player, die jetzt wirklich jetzt profitieren davon, an einen Tisch setzen und darüber einfach scherzen und planen, wie man das am besten macht, wie man die WHO erkauft, die Politiker dementsprechend steuert und wie man Social Media dementsprechend auch zensiert. Und das sieht man heute auch bei Facebook. Ja, das Witzige, das wird ja uns so verkauft. Na, die üben ja für uns. Das heißt, das war ja, und das liest man ja auch immer wieder, das war ja eine Übung für den Ernstfall. Das heißt, das ist auch irgendwie so ein Phänomen, sie stellen sich immer da als die Retter. Genau, also das hat man auch natürlich bei 9-11 2001 gesehen. Das wurde natürlich auch vorher geplant. Das ist natürlich ein ganz anderes, eigenes Thema, sage ich mal, von damals. Aber da gab es ja auch im Vorhinein Monate oder Wochen vorher Evakuierungsübungen, die durchgeführt worden sind bei den beiden World Trade Centern. Es gab kurz vor diesen, unter Anführungszeichen sage ich einmal, Sprengungen. Kurz vor den Attentaten, sage ich einmal, wurde das Ganze evakuiert und da sind CIA-Leute reingegangen und Leute von Geheimdiensten reingegangen und da war einfach das Gebäude für die einige Stunden, haben die da was im Gebäude gemacht. Man muss dann nachher sehen, was aus dieser Krise oder den Anschlägen passiert ist. Man ist ja dann in Länder einmarschiert und hat wieder quasi wirtschaftliche Vorteile. Ja, gut. Und vor allem, wir kämpfen seitdem gegen den Terror, gegen einen unsichtbaren Gegner. Das ist natürlich auch, sind die ganze Zeit nur in einem Kriegszustand. Genau, und es hat auch natürlich Kontrollaspekte gehabt, dadurch, dass wir alle so Angst haben müssen und vor dem Terror, the war against terror, sage ich einmal, der klassische amerikanische Satz von damals, der durch die Medien jahrelang gegangen ist. Das ist der Machteinfluss, genau. Diese Kontrolle, diese Herrschaft, das sieht man jetzt auch bei Corona immer wieder. Es geht ja um Beschneidung von Bürgerrechten, von jeglicher Art, es geht um die Gesundheit, immer nur ums Gute. Warum diskutiert er nicht über das Immunsystem, wenn ich den Menschen helfen will? Ja? Genau. Geht immer nur. Das sind ja die Punkte, wo man sich sagen muss, hey Leute, wacht einmal auf, jahrzehntelang pfeifen die Regierungen auf Altersversorgung, Gesundheitsversorgung, die Lebensmittelindustrie setzt ihren Willen bei der Chemie und durch. Mhm. Und jetzt plötzlich müssen wir alle impfen, weil es geht um eure Gesundheit. Also da beginnen die Leute aufzuwachen, aber dass das in eine Richtung geht, dass die sozusagen so einem okkulten, wie alt ist das oder wie, seit wann gibt es das oder gibt wo spielt der Vatikan? Da würde ich noch was sagen, punkto Satanismus, was da in die Kerbe einschneidet, es wird immer die allumfassende Krise, also ist das die Impfung, das ist das Allheilmittel. Mhm. Ja. Und wenn man sich jetzt auch Patente anschaut, wo es dann in Richtung Transhumanismus geht und wo auch ein Herr Bill Gates ein Patent angemeldet hat, wo 2020-06-06-06 ist, wo ich dann eindeutige Symbolik erkenne und auch dieses Gesetz 666 verabschiedet werden soll, eindeutiger geht es ja nicht mehr. Ne? Also ich habe mir direkt deren Screenshot rausgenommen. Also da gibt es also ein Patent von Microsoft, wie man Kryptowährungen dazu benutzen kann, Körperaktivitäten zu überwachen, und das hat das Patent 60606. Mimikama sagt dann, ah, da hat sich sicher nur einer einen Scherz erlaubt, unfassbar, was die uns abspeisen. Wir wissen natürlich, dass das alles Absicht ist, auch das Gesetz HR 6666 ist echt. Damit hat man im Kongress die Tests eingeführt mit dem Patent 6666. Das heißt, naja, weil du sagst, eindeutiger geht es ja nicht mehr. Für mich wäre das einfach ein Gesetz 666. Ja, ja, genau. Ich hab damit, und das heißt, die spielen wirklich wie Schein mit solchen Symbolen. Und ja, könnt ihr da ein paar nennen? Gibt es schon seit ein paar hundert Jahren auf jeden Fall, wo sie wirklich präsent in der Politik und in unserem in alltäglichen Leben sind, sage ich einmal. Natürlich immer im Hintergrund. Nie vordergründig, weil dann würde man sie ja kennen, dann würde man diese Leute und diese Gesichter, die diesen Einfluss haben, kennen. Sie spielen eben mit Symbolik. Können Sie da so ein paar Symbole nennen? Gute Symbolik, glaube ich, was. Da gibt es quasi die Eule der Weisheit. Wenn man sich zum Beispiel das Kontrolle und wo halt wirklich Einfluss ist durch Informationen und Rechte, wenn man sich das Kapitol in Washington anschaut, dann sieht man diesen Gartenkomplex, wo halt diese Eule der Weisheit sehr gut dargestellt wird. Man setzt diese Gartenarchitektur so an, dass man eine eindeutige Symbolik zum Vorschein bringt, von oben natürlich. Wenn man dann das weiterverfolgt, geht das zu einer Pyramide hinaus. Ein Dollar scheint auch zu sehen, New Order Seclorum, der neue Weltordnung, was ja auch
Politiker, Bushes, alle sagen, ja, dann Basilisken zum Beispiel, man hat dann in Schönbrunn draußen steht, dieser ganze Gartenkomplex ist nach der Kabbala-Lehre aufgebaut, also sehr ähnlich, ganz zufällig. Man sieht auch, das EU-Parlament ist nach dem Turmbau zur Babel architektonisch nachempfunden und wo halt wirklich Informationen oder wie man halt Menschen manipuliert oder halt infiltriert, die Musikbranche ganz stark mit dieser Einaugensymbolik, Jay-Z, genau. Lady Gaga, Beyoncé, etc. Also du hast ja überall, wenn du einmal einen Faden hast, siehst du das überall. Und genau. Bei Logos, Google Chrome, dieses Gmail-Logo, Monster Energy, sowieso, diese 666 genau. Mit diesen hebräischen 6er VW, das ist auch V und hat das dann wieder 36er drin. Ich sage mal, in der Architektur, dadurch, dass die in vielen Bereichen und Branchen unseres Lebens im Hintergrund nicht seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, seit Hunderten von Jahren die Finger im Spiel haben, kann man in vielen und in allen Städten der Welt, ist das eigentlich, in der Architektur das erkennen. Vatikan, ganz typisch. Auch in Wien. In Wien gibt es irrsinnig viele Gebäude, die das allsehende Auge einfach beinhalten, oberhalb der Fenster. Also ja. Das ist ganz interessant zu beobachten, wenn man das wirklich, diese Wahrnehmung hat oder diese Informationen weiß, dass man das einem das ins Auge spricht. Das ist immer diese Ein-Augen-Symbolik, das ist quasi die Dreifaltigkeit. Das ist in der Kirche wird es immer quasi als der Heilige Geist dargestellt, das ist eine okkulte Geschichte. Okkultismus heißt ja nichts anderes als verborgenes Wissen. Und wenn man diese Ein-Augen-Symbolik hernimmt, man sieht es am Ein-Dollar-Schein und unten am Ein-Dollar-Schein ist quasi in römischer Schrift ein Datum drinnen, mit 17, also das Gründerdatum von der USA. Ja, genau. Aber zum selben Zeitpunkt, was die Leute ja nicht wissen, wurde der Illuminatenorden gegründet. Ja. Genau. Also, da sind wir wieder bei dem Thema Freimaurerei, Illuminaten. Also es ist ja auch, es gibt auch ein bisschen architektonisch und mit den Energien, sage ich mal, mit Energiemessungen, weil diese Menschen glauben das auch, man kann das auch ein bisschen nachvollziehen, aber die glauben das in einer ganz komischen Art und Weise und Richtung, dass Pyramiden und Dreiecksformen eben für die sind. Das ist, sie sind die Spitze da oben. Genau, und sie sind die Spitze da oben und sie ziehen diese Energien an. Also so ist das irgendwie in der Symbolik. Kuppeln sind genau das Gegenteil. Deswegen sieht man in Gotteshäusern auf der Welt schon seit Hunderten von Jahren eine Moschee, ein Tempel, eine Synagoge, das sind Kuppeln. Das hat einfach mit den Energien angeblich zu tun, positive und negative Energie und Anziehung von Energien, was ich ausstrahle. Das heißt, Teile der Kirche, kann man sagen, sind sowohl also jetzt christlich und ein Teil sozusagen üben auch diese satanischen Bräuche, oder wie kann man sich das vorstellen? Also ob Sie das wissen, dieses Worshipen von Satan, diese Anbetung von Satan, dass sie sich eigentlich, dass diese Menschen sich als Lebensziel, diese Energien zu bündeln und anzuziehen, das ist ihr Lebensziel. Und das machen sie eben mit einer Macht, die zum Beispiel Konzerte, wo alle mitmachen, das zieht auch Energie an, auch wenn ich nicht einmal weiß, was ich da tue. Auch wenn ich irgendein Symbol zeige, was ich nicht tue. Das gleich verhält sich eben mit den Kirchen. Ob jemand weiß, wen er da anbietet, einen Gott oder einen XY oder einen Satan und welche Energien er zu sich zieht und so weiter, hat keinen Einfluss darauf, was er zu sich zieht. Das heißt, wenn ein Mensch im Glauben handelt... Da möchte ich noch einhaken, quasi der Wolf im Schafpelz. Genau. Ein Dollarschein steht ja auch nicht nur New Order Seclorum, sondern in Gott, also im Namen des Herrn. Aber kommt darauf an, welcher. Ja. Denn die Freimaurer distanzieren sich ja wohl eindeutig von Christentum und sonstigen Religionen. Es wird immer nur einfach eine Gottheit erwähnt und dass man an sich selbst arbeiten muss und so weiter. Also... Ja, Mason heißt nichts anderes als Bauer quasi, man an sich selbst arbeiten muss, um die Erleuchtung zu erhalten, über ein Auge und so weiter, das Auge, von dem Auge kommt das Licht. Ja, wenn wir das alles zusammensetzen, sollte jedem klar sein, dass diese Spitze oder dieses Auge auf der Pyramide Lucifer ist. Lucifer, falls du es nicht wusstest, ist einfach auch ein anderer Name für Satan. Also es geht hier im Endeffekt eigentlich um die Anbetung Satans, und jetzt macht das Illuminati-Siegel auch deutlich mehr Sinn. Denn jetzt verstehen wir, Anuit Coeptis, er ist unseren Unternehmungen gut gesonnen, wohlgesonnen. Wer? Lucifer oder Satan ist unseren Unternehmungen wohlgesonnen. Und zwar welcher Unternehmung? Novus Ordo Seclorum, der neuen Weltordnung, der neuen Ordnung der Zeitalter. Und wofür steht dieses Licht? Lucifer, was Lucifer, der Lichtbringer, deswegen auch illuminiert, also quasi erleuchtet.
ist er quasi die erste Schöpfung Gottes gewesen. Genau. Er ist der mit Edelstein besetzt, der ist der, mhm. der Schöne, der Helle. Und dieser quasi will sich immer als Gott darstellen, weil er der erste Abtrünniger Engel war. Man sieht es auch beim Lady Gaga-Video, die haben das irrsinnig schön durchgespielt, wo quasi sie mit den Flügeln als gefallener Engel genau. So hinrobt und dann aufs Ehrenreich kommt und halt für Schabernack sorgt. Das ist auch große Bereiche der Unterhaltungsbranche. Extrem. Lady Gaga, Beyoncé, GC, Eminem, also, da gibt es einige Beispiele. Wenn ich da anknüpfen kann, die Unterhaltungsbranche ist, glaube ich, einer der größten Sektoren. Ja. Dieses We love to entertain you. Mhm. Weil solange die Menschen und die Masse, sage ich mal, entertained ist, ja, das sagt er selber. Unterhaltung. Ja. Genau, wir wollen dich unterhalten. We love to entertain you. Man ist beschäftigt. Man ist mit 8, 9, 10 Stunden Arbeit beschäftigt. Wenn man nach Hause kommt, will man abschalten. Dann möchte man den Feierabend mit der Frau genießen oder den Feierabend mit den Kindern genießen. Da hat man keine Zeit. Man hält den Menschen beschäftigt. Also, um diesen Geist eben, diesen unsichtbaren Gott, der uns etabliert wurde, der uns glaubhaft gemacht wurde in unserem Leben, und das ist das Geld. Mhm. Und den dienen wir aufgrund unserer Wirtschaft. Wir müssen schauen, dass unsere Wirtschaft gut geht. Dann geht es uns allen gut. Das ist also, man hat quasi eine künstliche Matrix geschaffen in Form von genau. Wirtschaftskonstrukten, die uns quasi unten halten und genau. einer gewissen Elite dient, also die oberste genau. Spitze der Pyramide. Mir ist dieses Thema, für mich ist es ganz neu. Ich habe mir aber, wie ich mich mit Transhumanismus, mit Technokratie, wie ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich ein paar Mal so mir gedacht, das ist teuflisch. Ja, jetzt so teuflisch im Sinne, was ich halt darunter als Laie verstanden habe. Ich dachte, das sind kleine Arschauen, so nach dem Motto. Ja, genau. Ja. Und jetzt natürlich, wenn ihr so drüber redet oder wenn ihr da so diese Symbolik, das kann ja kein Zufall sein. Ich nehme an, der kleine Architekt wird es vielleicht nicht unbedingt wissen, aber der kriegt ja seine Vorgaben dann auch wieder von einem genau. Konzern, vom Geldgeber und. Das ist das die große Krux in der Geschichte. Wir geben genau. immer wieder Verantwortung ab an andere. Der kümmert sich drum, ja, passt, ich kann es nicht denen. Immer diese Herrschaft. Und es ist so zerstückelt, genau. dass man es sozusagen das nicht sofort erkennt. Genau, ist ein Puzzlespiel. Es ist dieses klassische, ich mache nur meine Arbeit. Ich mache genau. hier nur meine Arbeit. Und ich mache hinten die Tür zu. Und ich sage mal, wenn jeder nur seine Arbeit macht, ohne irgendwie seine Arbeit zu hinterfragen, dann ist er ein guter Mensch. Dann sind wir alle Maschinen, oder? Dann ja, sind wir alle ja. gewissenlose und dann haben wir, sage ich mal, das Menschliche ist weg. Aber genau darum habe ich das Gefühl, geht es bei dieser Technokratie und bei diesem Transhumanismus, dass man sozusagen so Werte wie Moral, Ethik, Liebe, sich angreifen, mitern, dass das immer mehr so in den Hintergrund geraten soll, dass wir einfach Funktionsmaschinen werden, die nicht viel nachdenken, Maske drüber, Goschen halten, hakeln und that's it. Genau. Also das System. Das wäre eigentlich auch ein teuflischer Plan. Das ist eigentlich ein teuflischer Plan, ja, weil ich sage mal, das System hat sich so entwickelt, vielleicht nicht, vielleicht hat sich das System gewollt so entwickelt oder ist gewollt in diese Richtung gegangen. Dieses Geldsystem, wir leben, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um ein Teil der Wirtschaft zu sein, um Teil der Society zu sein und um unseren Beitrag zu leisten. Es ist normal, dass man mit 16, 17, 18, 19, 20 anfängt zu arbeiten, mit 70 aufhört, Tendenz steigend im Alter. Ne? Das ist normal, das wird uns so im Kindesalter schon eingeimpft. Ich meine, wir werden dann erwachsen und sind damit. Da würde ich noch was anfügen. Einflussreicher Rothschild hat auch gesagt, mir ist wurscht, wer die Gesetze macht, solange ich dem Geld, wenn genau. ich das Geld kontrolliere, kontrolliere alles. Ich meine, dass in jedem von uns das Böse steckt und dass die Lebensreise im Endeffekt eine Bewusstwerdung für manche sein kann, ja. Ich hätte mir halt nie gedacht, dass es da Leute gibt, die sich so intensiv mit diesem Bösen beschäftigen, das dann auch noch benennen Satan, Satanismus. Und gibt es da auch, treffen die sich? Machen die irgendwelche Feste, Bräuche? Gibt es auch, ich meine, ich hätte mit Satan hätte ich immer verbunden, Leid, Opfer, Rituale, gibt es sowas in diese Richtung? Man merkt es in der Gesellschaft immer wieder, da hat es, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, in Bohemian Grove, nach der Eule der Weisheit, da haben sie einen 9 Meter große Eule angebetet, Clinton war dabei, Kissinger war dabei. Das war doch, das, davon habe ich gehört, das war irgendwas in diesen uralten Wäldern in Amerika. In Amerika, ja. Man sieht es aber auch zum Beispiel die Gotthardtunneleröffnung, diese künstlerische, zufällige künstlerische Darbietung.
hochsatanisch, hochokkult mit dieser einäugigen Symbolik, mit Satan etc. Tokio oder London, Olympiaeröffnung, hat man das auch sehr gute die Symbolik dieser Menschen gesehen. Also, das heißt, die tragen das auch so nach außen, öffentlich sozusagen, und freuen sich, dass wir das nicht erkennen, oder? Genau. Es ist einfach, man kann schon fast sagen, eine Verhöhnung dieser Menschen. Ja. Also sie verhöhnen die Masse. So nach dem Motto, ihr Idioten, wir machen das vor euren Augen und ihr merkt es gar nicht. So auf die Art, wett mal, wenn ihr das macht, die checken das eh nicht. Ja, das erinnert mich auch wieder an das Bill Gates Video, der lacht hat dann ziemlich schäbig, die nächste, zweite Welle wird für Aufmerksamkeit sorgen. Ich denke mal, das hat selber Depper, die kann machen, was ich will. Da gibt dieses Lachen dann eine ganz andere Bedeutung plötzlich. In fact, the testing could have been ramped up very quickly in a few countries that have almost avoided the epidemic entirely, like Taiwan, New Zealand, Australia, you know, they took their experience and actually prepared, and so they moved a lot faster. So we, you know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is, will get attention this time. Genau. Und von den Satanisten an sich eben, die haben diese Welt anschauen, Geld ist für die nichts mehr, und es ist einfach eine Machtsache. Ich gehe so weit, dass die sagen, diese, wie man sie nennt, Elite, Geheimmenschen, aber diese Gruppe von Menschen, die im Hintergrund agiert und operiert. Der tiefe Staat quasi, ne? Genau, der Deep State, Globalisierung seit 20, 30 Jahren sehr angetrieben, auch durch den elektronischen Fortschritt natürlich. Man kann auch beobachten, soziologisch und ökonomisch, dass es seit 20, 30 Jahren, genau was du am Anfang gesagt hast, eher nicht für die Menschenpolitik gemacht wird, sondern eher für die Konzerne. Die Verteilung des Vermögens schreitet weiterhin voran. Viele Soziologen kritisieren das, viele Ökonomen kritisieren das. Es wird aber so weitergemacht und wir halten an diesem System fest. Also, ja, und sind, glaubst du jetzt, in diesen Firmen, sind das dort, funktioniert das jetzt so wie in einer Bank, dass der kleine Bankangestellte vom Großen und Ganzen nichts mehr weiß, aber heute ein paar wenige wissen, dass das Geldsystem ein Pyramidenspielsystem ist? Das Uhrwerk besteht aus vielen kleinen Zehnrädchen, aber die Uhr einstellen kann nur der. Du brauchst nur ein paar Schaltstellen, und weil er jeder immer die Verantwortung abgibt, ja, ich mache eh noch mehr Arbeit, brauchst du nur ein paar Big Player, die quasi wirklich die Welt führen. Würde man jetzt zum Beispiel so einen Satanisten irgendwie erkennen können? Haben die irgendwelche Symbole? Haben die irgendwelche? Oder wenn ich jetzt da einen treffe, der kommt bei mir rein als Patient, ja, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dann an dem entdecke, du spielst da bei solchen Kulten mit? Also oder? Diese Geheimeliten sind ja sehr unter sich. Also es gibt schon diese geheimen Treffen, von denen niemand natürlich weiß, wo E-Mails aufgetaucht sind, zum Beispiel auch von den Clintons und so weiter. Es gibt aber auch ganz offen... Das heißt, das sind auch Satanisten, diese Clinton. Ja, also es gibt aber auch ganz offen dieses Bilderberger-Treffen. Ja, das ist also von denen, was der Steuerzahler, sage ich mal, zahlt. Einmal ist der Kurz dort, dann war die Glawischnik dort, Der Spahn war dort, also, die Rendi Wagner war 2018 Dort besprochen wird, weiß niemand. Also das würde ich jetzt nicht alles in den Satanismus-Sektor reinwerfen, sondern das sind bei den Marionetten, die quasi wo eben diese Macht ausgespielt wird, wo eben diese Leute, die Einfluss haben mit öffentlichen Gesichtern, kleinen, Politikern, mal alle, kommt's einmal alle zu mir her, wir reden mal, sich die kleinen Egos vor, ich bin jetzt dabei beim großen Gates oder beim großen Soros, und dass da dahinter eigentlich ein Teufel ist. Jeder ist auf seinen eigenen persönlichen Vorteil oder auf seine eigene persönliche Karriere aus, weil dazu wurden wir getrimmt in unseren jungen Jahren und manipuliert in unseren Ausbildungsjahren. Genau. Und dadurch funktioniert das Ganze. Ne? Jeder macht seine Arbeit. Wo man zum Beispiel auch Satanismus erkennt, weil dieser gehörnte Gruß, ja, nicht zu verwechseln mit den grauen Wölfen jetzt da, aktuell bei den türkischen Nationalisten. Ja. Was man auch ganz, ganz schön sieht, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, diese ganzen Metal-Bands, da hast du über okkulte Zeichen drinnen und Baphomets und zum Beispiel die Frau von, wie heißt der, Elon Musk, die wollte ihre Seele versteigern, das ist ein klassisches, also ein Teil ihrer Seele versteigern, ein klassisches Satanistenritual oder in die Kerbe, sie schaut ja aus wie eine Satanistin. Genau. Ja, alte Fotos von den Rothschilds, wo es wirklich diese Hörner um sind und dann wirklich diese Symbole. Genau.
Also da merkst du schon, da ist schon einiges dahinter. Der Wahnsinn, was ich an dem so wahnsinnig finde, ist, es ist natürlich was Urmenschliches, weil ohne Menschen gab es den ganzen Plätzchen gar nicht. Genau. Und ja, ich bin sehr viel zusammen mit Menschen, die halt einen handwerklichen Job haben, und da habe ich noch nie irgendetwas in diese Richtung verändert. Die haben einen Vorteil. Die haben einen Vorteil, nämlich sie haben einen Resonanzpunkt, und das Kollektiv quasi, genau, wie in der Natur, gleicht sich selber aus. Wenn du jetzt eine gewisse Anzahl an Macht hast oder einen Einfluss, dann wächst dein Ego ins Unermessliche. Das wollte ich hinaus. Es wirkt fast so, dass die Menschen, die im realen Leben stehen und genau, ins Gin nageln, dass die auf diese Ideen nie kommen würden. Es gibt ja das klassische Sprichwort, sage ich mal, was sehr viele, gib den Menschen Macht und du siehst, wie er ist. Ja. Also, solange er nicht viel Macht hat, kommt und egal, ob das jetzt in der kleinen privaten Infrastruktur ist, Mann, Frau, und der Mann hat da die Macht oder die Frau hat die Macht und gibt eben, oder ob das im Großen, im Grunde sind wir alle Menschen und es ist alle überall dasselbe. Ich habe jetzt im Zuge dieser Corona-Pandemie habe ich sehr viel in diese Sexualsklaverei, Sexualhandel, damit teilweise Betroffenen, mit Überlebenden auch Kontakt aufgenommen. Freut es eigentlich, diese Kinder zu vergewaltigen, zu töten? Das sind eigentlich satanische Rituale. Ja, das sind eben, das Ziel ist eben, diese Energien anzuziehen, um mehr Macht zu erlangen in dieser irdischen Welt, so wie sie sagen. Und dazu gibt es halt Opfer. Ja, und das sind ob das jetzt irgendwelche Rituale sind, wo man eine Jungfrau opfert oder Kinder opfert oder Kinder vergewaltigt, es ist halt, unmenschliche Dinge werden gemacht, du schließt quasi einen Pakt mit dem Teufel. Genau, unmenschliche Dinge, um Macht zu erlangen und diese Menschen glauben, um diese Energie anzuziehen. Und wenn ich einmal Blut geleckt habe, im wahrsten Sinne des Wortes sogar, dann will ich natürlich mehr. Ne? Mehr, das Ego ist unstillbar, wenn man nicht erkennt, was das Ego ist. Und da verliert man auch komplett den Bezug zur Realität natürlich, zu diesem klassischen Bürger, der Mechaniker ist, der Gasheizungsinstallateur ist oder was auch immer. Was mich aber positiv stimmt, ist, es poppt immer mehr auf. Also dieses Thema Adrenochrom, es ist im türkischen Fernsehen, im bulgarischen, im rumänischen Fernsehen schon einmal in den Mainstream drin gekommen. Und auch punkto der Musik und Verhöhnung, diese Panda-Eyes, also wenn du Kinder steckst, dann haben sie so blaue Augen, schauen aus wie Panda-Bären. Und ein ganz bekanntes Beispiel ist auch in Deutschland Crow, der mit der Panda-Maske und ganz zufällig ein verkehrtes Satanistenkreuz auf der Maske. Ich glaube, der Wahnsinn für uns jetzt, für den Otto-Normalverbraucher ist... Das kann man sich nicht vorstellen. Hättet ihr mir das vor 6 Monaten erzählt, dann hätte ich mir gedacht, naja, die sind ein bisschen verschroben, die Kerlchen, und was die da erzählen. Nur jetzt durch Corona, durch diese Sexualskala, wo dann junge Frauen erzählen, sie haben das überlebt, sie wurden da am Bock angebunden, stundenlang gepeitscht und was weiß ich was, wo man sich denkt, du, wer macht das? Mhm. Ja? Nein, man kann sich es einfach nicht vorstellen, das stimmt. Der normale Bürger, der das erste Mal davon erfährt, der erstens glaubt dann, wenn jemand das erzählt, du bist geisteskrank, du lebst in der... Ich sage mal, wenn man sich aber mit der Thematik auseinandersetzt ein bisschen und ein bisschen seine Augen öffnet und ein bisschen recherchiert oder ein bisschen skeptischer, dass sich das Ganze, man wird mehr erkennen, was dafür spricht, als was dagegen spricht. Richtig. Ja, dann, das ist eine Tatsache, eigentlich traurig zu sehen, aber es ist, faktentechnisch ist es so. Ja. Wenn du dann man wird einfach auch mehr erkennen, dass... eben entweder dieses Verhöhnen, dieses Klassische, dieses auch in Songtexten und so weiter, oder dass einfach ein normaler Mensch das einfach nicht kapiert und nicht verstehen könnte, weil er nicht diese Welt anschaut. Mein Vater hat früher zum Beispiel immer gesagt, man muss das, egal, um einen Menschen zu verstehen, muss man das aus seinen Augen immer sehen. Aus seinen Augen betrachten, ja. Das hat mir im Leben immer wieder sehr geholfen, wenn ich verstehen wollte, wenn ein Mensch ungerecht oder vielleicht, mir kommt es halt, meine subjektive Wahrnehmung ist so, und wenn ich mir dann eine andere Perspektive eröffne. Man wird aber auch von der Medienindustrie sehr oft infiltriert. Es gibt ja auf Netflix diverse Sendungen, Plandemic oder was nicht, irgendwas haben wir vorher besprochen, wie heißt dieser Titel? Black Mirror. Black Mirror, wo man so immer wieder diese Menschen sensibilisiert, Resident Evil, Movies etc.
das, wo man das immer wieder in die Köpfe hineinspielt, entertaint, unterhält und wo sich das im Unterbewusstsein festigt und das nicht mehr so schlimm ist. Man kann es mit der Worthülse wegmachen. Also die Medienindustrie, wenn du mich jetzt fragst, als 47-Jähriger ein Muster, es wird immer teuflischer. Wie meine ich das? Wie ich Kind war, da gab es einen Don Camillo und Pepone, ja, da gab es Filme, Bud Spencer, das waren lustige Filme, war liebevoll, es ist nicht gegangen um sie da schlagen, sondern schon Konflikte der Menschen, aber süß, und dann kommen sie wieder zusammen. Heute, die Filme, es ist nur noch Schnitt, 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 Blut, 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 grausam, grausam, grausam. Das dient ja auch ein bisschen zur Desensibilisierung. Und es wird immer normaler. Genau. Man hat das Gefühl, das ist normal, da wird der Schädel abgehackt, die Hand abgehackt. Genau. Und je mehr Blut fließt, desto mehr Oscar gekriegt hast. Genau. Es dient ja auch ein bisschen, um den Menschen, sage ich mal, mit Wissen und Anführungszeichen oder mit ein Bild zu vermitteln. Dass das merkt normal man, ist. Genau, das merkt man normal. Sehr gut in diesen alten Hollywood-Filmen von den 80ern und 90ern, da war der Russe der Bösewicht. Ne? Mhm. Da war immer der Russe der Bösewicht. Ab 95, 96, so Indiana Jones, wenn man da an solche Filme denkt, dann waren die Araber die Bösewichte. Ne? Mhm. Es wird ja auch immer so angepasst an die Realität. Wen soll die Bevölkerung als Bösewicht sehen? Ne? Das heißt, soll die Bevölkerung eigentlich, es wird zuerst ein Narrativ in die Köpfe gesetzt, genau, und dann wird das auch so hingelenkt. Du wirst gebrainwashed, genau, auf also, du wirst gebrainwashed. Ich muss da wirklich wieder an 9/11 kurz anknüpfen. Da war, die fliegen da rein und da wurde gesagt, das waren die Terroristen, die Muslime, die IS, whatever, wer auch immer das ist, das XY. Und dann wurde sukzessive diese War Against Terror, ja, die Amerika ausgesetzt war, Propaganda. Sukzessive Propaganda gemacht, jahrelang, bis am Ende die Bevölkerung so weit war, und das habe ich ganz lustig gefunden damals, diese Ausschnitte, wo der Osama Bin Laden getötet wurde oder der Saddam Hussein erhängt wurde, da stehen hunderttausende Menschen am Times Square in Amerika, schauen sich das über ein Bildschirm an und jubeln. Ja. Wie weit sind das, dass einer getötet wird? Diese Symptomatik, die du beschreibst, folgt ja immer einem Muster, nämlich Teile und Herrsche. Das ist ja total interessant. Man ist nach 9/11 dann in diverse arabische, islamischstämmige Länder, hat die quasi ausgebeutet. Die Flüchtlingsströme gelenkt. Ich meine, das ist ein Machtinstrument, Teile und Herrsche, nur dass das in solche Bräuche abrutscht, dass da sozusagen Menschen so für mich kindisch sich mit Dingen beschäftigen, die ich eigentlich vom Christkindl noch kenne. Ich war halt nie auf die Idee gekommen. Wie scheint, sind das aber auch Menschen, denen muss wahnsinnig fad im Schädel sein. Das heißt, weil dem normalen Bauarbeiter oder dem normalen Mechaniker, ich hätte nie was gehört von Satanismus. Genau. Das ist der normale Mechaniker, ist auch 50 Stunden im Durchschnitt beschäftigt mit seinem normalen Job, um Geld. Und am Abend so glücklich, dass er den los ist. Einfach, und am Wochenende spannt er aus, damit er Energie für die nächste Woche hat. Diese Leute drücken auf den Knopf und haben Geld. Also das heißt, die brauchen dann nicht mehr arbeiten. Dann hat man Zeit, und Zeit bringt anscheinend den Menschen auf dumme Ideen, vor allem wenn er das Ego nicht aufgelöst hat. Genau, und vor allem wenn er die Macht und das Geld hat im Hintergrund. Ich sage nur Epstein und so weiter. Also denen fehlt einfach dieser Referenzpunkt, wo sie sich wieder besinnen können, weil wir untereinander, die Natur gleicht sich selber aus. Und wenn du einen gewissen Einfluss an Macht hast, an Kohle hast, dann bist du aus dem natürlichen Narrativ draußen. Dann kannst du spielen, wie du willst, und kannst dich frei entfalten und perverse Gedanken entwickeln. Das Traurige ist halt, dass unsere Elite, also unsere Akademiker, wurscht ob jetzt aus dem Medizinsektor, aus dem politischen Sektor, die himmeln die ja förmlich an, genau, und tun ja so, wie wenn das jetzt die Gurus wären, die sozusagen die Weisheit mit dem Löffel ausgeschöpft haben. Das sind ja auch diese Leute, die da in dieser Elite oder wie auch immer man sie nennt, diese Leute sind ja auch, die glauben von sich auch, sie sind ein Segen für die Menschheit. Also dass ein Bill Gates glaubt, der ist ein Segen für die Menschheit. Also der glaubt, diese Leute glauben, wir haben die Macht und wir müssen die Leute lenken oder das System lenken, so wie wir es für richtig halten. Das ist so das Beste für die Menschen. So. Also die glauben, sie machen was Gutes. Das ist auch ein Teilaspekt dieses Satanismus, dass die sich eigentlich gar nicht bewusst sind, dass sie einen Größenwahn haben, dass sie... Genau. Und um die Macht zu erhalten, um diese Energien eben anzuziehen, dass ich diese Macht habe, muss ich Opfer psychologisch bringen. Psychologisch gesehen. Dann muss ich so Rituale machen und Opfer bringen. Also in diesem Mindset leben diese Menschen.
psychologisch gesehen müssen sie, die müssen sich aber ganz, ganz klein fühlen, weil wenn ich solche Herrschaftsgedanken habe, dann muss ich immer Angst haben, dass mir wer das Wasser abgräbt. Ja, das heißt, natürlich. Ich muss andere beherrschen, damit ich meine Herrschaft besitze. Also die müssen eine wahnsinnige Paranoia haben. Es gibt ja dieses Sprichwort, jeder, der sich schlecht benimmt, dem geht es nicht gut. Und wir wissen das ja aus unserem alltäglichen Leben, wenn es uns gut geht, wenn wir zum Beispiel verliebt sind, wir wollen niemandem was Übles antun, wir wollen Freude, ja, wir sind einfach auf einer Welle, wenn uns einer anrempelt, entschuldige, also, wir wollen Gutes tun. Und wie man sieht, ja, was faszinierend ist, dass ihre Machenschaften einem so lange verborgen bleiben, weil man einfach auf diese Muster, auf diese Dinge, man würde ja nie auf die Idee kommen. Man würde ja als normal arbeitender Mensch nie auf die Idee kommen, dass es da eine Elite gibt, die sich dann alle paar Wochen oder ich weiß nicht wie häufig trifft, irgendwelche Kulte macht. Aber wie es scheint, dieser Epstein zum Beispiel, der hat sich einen ganzen Tempel gebaut und auch mit einer ganz einer speziellen Architektur, mit speziellen... Eine gesamte Insel hat er. Also die zelebrieren das ja förmlich. Genau, also die, wie gesagt, diese Menschen muss man muss immer versuchen, diese Menschen alles aus ihrer Sicht zu verstehen und alles mit ihren Augen zu sehen in der Welt, und man versteht dann immer mehr, je mehr man Informationen sammelt und je mehr man Informationen bekommt von denen, wie, was sie machen, wie sie leben und so weiter, versteht man diese Menschen auch ein bisschen. Mhm. Auch wenn das ein sehr krankes Verständnis ist, und ich möchte die gar nicht zu 100% verstehen, aber es ist, man versteht diese Menschen ein bisschen, weil ihnen ist eben einfach die Macht, das, was für uns Geld ist, ich brauche Geld, um meine Miete zu zahlen, um zu essen und trinken, um zu leben. Ja, die befriedigen ihr Ego damit, dass sie den anderen verarschen. Genau, dass die, zum Beispiel bei Corona hat man das sehr gut gesehen, da ist ein Muster eben durch die Bevölkerung, durch alle Länder dieser Welt gegangen, also durch der Präsident von Kongo, der hat ziemlich dasselbe gesagt wie der Präsident von Taiwan und dasselbe wie der von Peru und von Bolivien. Das ist Treatments and a safe and effective vaccine. COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines. Largement du développement et du déploiement rapide de diagnostics, vaccins et traitements efficaces. Universal access to vaccination, treatment and diagnostics. Equitable access to new COVID diagnostics, therapeutics and vaccines. We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies and ultimately developing a vaccine. We need to make vaccines, treatment and diagnostics accessible to everyone. Vaccines, treatments and diagnosis will be the most effective way to do it. We need new diagnostics, vaccines, treatments and an equal distribution to all. On equitable access to diagnostics, treatments and vaccines. And affordability of the vaccines, therapeutics and diagnostics in order to develop adequate treatments and vaccine. Und glaubst du, dass das alles Satanisten sind, oder sind das manchmal auch nur Machtgeile, die halt dort oben stehen, aber die dann nicht solche okkulten Feste feiern, oder glaubst du, Satanisten? Nein, ich glaube, dass einige natürlich Machthaber und einige Politiker, ich glaube sogar, dass die meisten Politiker, welche ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen, dass das eher Marionetten sind. Klassische Marionetten, die, ich sage, es ist ganz, ganz logisch, dass wir in einer Konzern, wenn man das wieder aus dem wirtschaftlichen Aspekt ein bisschen sieht, dass da, weil wir in einer Konzernpolitik leben. Also die Pharmalobby, die Tabaklobby, die Alkohollobby etc., die bestimmen, und das sie haben in den letzten 20 Jahren, Zeiten der Globalisierung vor allem, extrem gesehen, die bestimmen einfach die Gesetzgeber. Es bestimmen einfach nicht mehr die Bevölkerung, es ist eine Scheindemokratie einfach entstanden, wo die Leute, in Amerika ist das sehr gut zu beobachten, das Land der Träumer. Das Land der Träumer, Das Land der Träumer für Träumer vielleicht, aber sicher nicht das Land der Träumer für Realisten. Also, und man merkt einfach, dass diese Leute, die Politiker etc., sehr oft einfach als Mittel zum Zweck dienen, als Marionetten dienen. Und im Endeffekt, deswegen spielt das Sympathie bei, es spielt wenig Kompetenz eigentlich. Ich halte das, was ich gesagt habe.
Heutzutage spielt das in der Politik wenig Rolle. Es gibt wenig ehrenhafte Politiker, so wie wir, die wirklich Sozialpolitik machen, so wie es damals früher in die Richtung gegangen ist. Und es wird aber akzeptiert, das ist das Wahnsinnige. Also das Volk toleriert immer mehr, dass der offensichtlich lügt. Genau. Und es wird halt so wie ein Kavaliersdelikt so hergenommen, so naja. Genau, ist weil das so eine gewisse Ohnmacht auch verzeichnet, also ich kann ja eh nichts machen, dann wird es ja noch schlimmer, dann wähle ich halt die, dann weiß ich schon, was kommt, bevor ich mal was Neues tue. Also man muss auch unseren kleinen Mikrokosmos, unsere Infrastruktur sehen, in der wir leben und aufgewachsen sind, das wird uns ja vorgegaukelt. Das wird uns ja, weil du gesagt hast, wegen der Politik und so, das wird... Ich muss dann immer lachen, wenn ich in einem Kaffeehaus, in einem Restaurant zwischen oder neben Leuten sitze und die diskutieren über Politik. Na, der ist super. Na, der, wenn der an die Macht kommt, na, der, das wird super. Beim Hatze Strache hat man das extrem gesehen. Da wart's nur, bis der Hatze Strache kommt, na, dann wird alles besser. Also das ist extrem rausgekommen. Und bei der hat eine Sache gemacht, die mich sehr imponiert hat. Also keinen anderen, aber er hat 1:1 die Wahrheit gesagt, ja, aber im Video. Genau. Wie es wirklich aber hat. Wir müssen dann einfach verstehen. Der Ibiza-Video meinst du das? Ibiza-Video, ja. Aber wir müssen einfach verstehen, wie die Menschen, die Masse, weil die meisten gehen wählen eben, und dieses System glauben sie und schenken noch Vertrauen, wie die ticken. Also die glauben wirklich, wenn der Alex Bürgermeister ist, ist alles besser. Und wenn der, ja. Und wenn der Dieter Bürgermeister ist, ist alles schlecht. Also das, die glauben das. Also die glauben, man gibt ja seine Stimme ab. Genau. Ja, man gibt sie ab. Es ist ein Parteisystem, welches keine Verantwortung an dich. Danke. Genau. Und da gibt es also Muster, ich würde sagen, da gibt es wirklich Muster, die darauf hinweisen, dass hinter dem Ganzen ein teuflischer Plan steckt, der also ausgeklügelt wird von ein paar wenigen, die sich darüber freuen, dass sie die große Masse verarscht. Genau. Und das könnte man bezeichnen als den Satanisten. Das sind sozusagen genau. Diese Leute. Die das sind natürlich auch Leute, die die Globalisierung antreiben. Ich sage mal, wenn ich viele Leute unter einen Hut habe, ist es leichter zu kontrollieren, wie wenn jeder sein eigenes Ding macht und ich muss alle abstimmen. Die EU war nur ein Riesenschritt in Richtung Globalisierung, gleiche Währung, keine Grenzen, Gesetze anpassen langsam den Ländern gleich. Also man muss verschiedenste Kriterien erfüllen, um da reinzukommen. Also das ist, wir versuchen ein großes Land, aber wir müssen... Eine Weltregierung. Genau, und wenn uns die Vorteile und der Masse die Vorteile präsentiert werden, es hat immer alles zwei Seiten natürlich. Die Nachteile sind, dass wir von einer Stelle kontrolliert werden und von einer Stelle regiert werden. Was sind die Vorteile dann? Und naja, die Vorteile sind, dass du kein Bargeld in die Hand nehmen kannst, dass du einfach die Karte anhalten kannst zum Beispiel. Also mit solchen Dingen werden wir geködert. Ich habe nur mit meinem Vater gestritten, ich war pro EU und mein Vater hat gesagt, Jaroslav, du bist der Koffer. Damals hatten wir die Kommissare in Moskau sitzen, jetzt wirst du das in Brüssel sitzen haben, das wird nicht besser. Und ich damals als junger Student, genau. Enthusiastisch und na Papa, du hast ja keine Ahnung. Mhm. Aber wie scheint, sollte man vielleicht sich auch mal die Älteren anhören, weil die haben doch mehr Lebenserfahrung und nicht gegeneinander kämpfen. Ja, Peter, vielen Dank für die kurze Ausführung über Satanismus. Wenn euch das interessiert, schreibt es unten in den Kommentaren, wenn ihr noch Fragen habt, weil wir machen gerne noch einmal so ein Video. Wir wollen euch ja nicht langweilen, wir wollen viele verschiedene Themen abarbeiten, denn eines hat Corona ans Tageslicht gebracht. Es gibt viel, worüber wir gemeinsam uns vernetzen sollten. Alles Liebe!